Hallo Freunde und herzlich willkommen zum dritten und erstmal letzten Unzock-Video von Dauntless mit dem Stevie. Peace! And out. Nein, Spaß. Okay, ciao. Tschüss. Wir sehen uns dann. Beendet. Ach, Spaß. So, wir wollen jetzt erstmal mit dem Waffenschmied reden, denn... Waffen hoch! Waffen hoch! Rekrutenschwert verbessern, Rekrutenhammer verbessern oder Rekruten. Kommt halt drauf an, was du hast. Und ich hab ja das Schwert und du hattest, glaube ich, den Hammer oder so? Genau. Back again, my friend. I suspect you would like to upgrade and improve your weapons, I think. Well, the Bowman. Ich sag jetzt einfach nur noch Bomb zu ihm. Oder the Bomb is only too happy to help. Let us. Okay, das ist auch im Englischen falsch, weil das To mit Doppel-O bedeutet ja auch. Ja, richtig. Das weiß also sogar ich. Only too happy to help, also auch. Ja, okay, ja, ich verstehe es. Let us get to work. Herstellen. Ja, die Sachen hier habe ich ja nicht, also geht natürlich nur verbessert technisch. Ah, okay, ich kann aber auch jetzt theoretisch die anderen nehmen. Ja, aber ich verbessere erstmal gerade das Schwert. Ich verbessere den Hammer. Sollen wir die Sachen anfangen? Ich erstelle einfach den Hammer. Booms! Ich stelle auch mal die Kettenklinge. Das Witzige ist, du kannst die dann, könntest die so herstellen. Witzigerweise, wenn dir was auffällt, du stellst die her und kannst die direkt verbessern. Ja. Also das Spiel gibt dir sofort irgendwie alles. Ja, aber gut, das hast du in Monster Hunter theoretisch auch. Ich würde jetzt aber sagen, ich nehme auch jetzt mal eine andere Waffe. Ich nehme jetzt wahrscheinlich mal die Kettenklingen. Ja, hier ist noch ein Text, den ich gleich vorlesen muss. Genau. Yes, I think this will do nicely on your next hunt. My Austrian heart swells with pride at the zoo for you demolishing safe behemoth with humble work. Okay. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt was Neues gekriegt. Genau. Mit L können wir uns natürlich dann auch die Waffen dementsprechend wieder umändern. Wir nehmen jetzt auch mal hier die Rekrutenkettenklingen. So. Witzigerweise habe ich die jetzt auch einfach mal auszugsweise ausgerüstet. Guten Tag. Okay. Nice. Wieso hast du denn was vom Gesicht? So eine Maske auf. Ja. Du gehst mal auf L und dann gehst du mal rechts bei deiner Rüstung. Und da kannst du dir ja quasi in den leeren Slot die Maske anziehen. Da. Okay, man kann sogar seinen Banner. So. Zurück. So, sehe ich nicht Ram gut Squad aus. Supporter. Okay. Jetzt. Color. Jetzt weißt du nicht mehr, wie ich aussehe. Nein. Witzigerweise, kann das sein, dass du eigentlich beide die gleichen Haare genommen haben? Ja. Ja. Wow! Okay, aber Leute, ich würde sagen, wir schauen uns mal hier so ein bisschen die Stadt an. Genau. Sorry, dass ich dich eben töten wollte. Tut mir leid. Du Mörder! Kann man denn hier in die einzelnen Häuser rein? Nein, ist eigentlich okay. Schon irgendwie. Seit wie lange existiert das Spiel jetzt in der Open Beta? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube noch nicht so lange. Ich könnte mal schnell nachgoogeln. Moment. In der Aufnahme. Ja, warum denn nicht? Dauntless Open Beta. Wodurch hast du nur davon im Spiel erfahren? Von irgendeinem Kollegen oder? Von einem Kollegen, ja. Witzigerweise ich nur durch dich. Muss ich dazu sagen, deswegen. 24. Mai. Oh. Das geht ja. Wir haben heute den 10. Den 10. Juni. Mal schauen, wie lange diese Betas laufen ja nicht immer urlang, wobei die Open länger als die Closed. Leider, ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja damals leider die Closed Beta von The Crew 2 verpasst. Aber auch Größe nur, weil Slayer. Ich kein Key hatte. Ja, er sagt eine Größe Slayer. Okay, das scheint aber nochmal so ein Waffenschmied zu sein, keine Ahnung. Der hat auch so einen riesen Hackmesser. Boah, der hat so große Sachen, Alter. Kann man ja mal machen, ne? Ja. Ich find's übrigens mal der witzig, wie da oben steht. Open Beta BB027750 D98A45AE9. Okay, ich lasse es ja schon.
Müsste bei dir da oben ja auch stehen. Also ja, steht bei mir auch. Okay, kannst du hier gar nicht rein? Oh, ich bin zu fett, ich komm da nicht durch. Warte, ich versuch's mal. Nee, immer diese Wände hier. Okay, das finde ich tatsächlich schade, dass du hier nicht hinkommst. Aber gut, das ist halt eben das, noch Open Beta. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie viel natürlich später in einem fertigen Spiel drin ist, ne? Guten Tag, Mr. Wer auch immer. Ich weiß, ich müsste sie jetzt alle ansprechen. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir grafisch auch sehr, sehr gut. Es ist zwar so eine... Man muss sagen, ich spiele es auf Mittel und es sieht trotzdem immer noch verdammt gut aus. Ja, es ist zwar so eine... Lol, okay, wieso leuchtet das hier so? Du läufst einfach drauf rum. Also man merkt aber, wie oft du hier irgendwelche Wände hast. Ja, das definitiv. Also du bist okay, hier ein bisschen, so bist ein kleines bisschen echt eingeschränkt bei der Bewegung. Aber wie man hier sehen kann, ist die Stadt auch sehr belebt. Sehr cool. Ja gut, das ist ja auch die Stadt, wo du immer wieder landest. Ja, ja, klar. Trotzdem. Hey, don't ignore me. Ja, das sieht echt gut aus. Was ist halt das mal hier? Die Klappe. Wo bist du denn jetzt? Kernbrecher, da? Keine Kerne, okay. Das ich hab auch keine Kerne. Relevanz. Ja, bestimmt. Entweder jetzt schon oder erst im Fullgame. Gut, ja, ich würde sagen, das war jetzt halt erstmal die Stadt in der Open Beta. Vielleicht wird da ja nochmal was kommen. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit Kate. Vielleicht gibt sie uns ja nochmal einen neuen Auftrag. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Quest. Hunt Rogue Emberman. Ja, wir Amberman. Müssen irgendwas defeaten, okay? Listen up, Rook. You and your fellow recruits have done a hell of job pacifying the sheltered frontier. It won't stay pacified forever, but it allows me to focus our efforts on the more dangerous behemoths in the monstrous verge. There's just one more nasty rogue for you to deal with, the rogue Embermane. Emberman? Keine Ahnung. Take it down. Okay. Das musst du wieder annehmen, weil du bist Gruppenbubble. Glowing Embers, ne? Genau. Okay. Und Boots. Boots. Wir brauchen Boots. Ja, mal gucken. Ah, da passiert was. Du bist schon weg. Weißt du, du verschwindest einfach so voll mit Stevie. Nein! Also, noch sehe ich keinen von euch. Du müsstest doch eigentlich mitgehüpft werden, oder nicht? Drück mal direkt ready. Ah, da ist er ja. Nur jetzt nur wir zwei? Nicht cool. Doch nur. Das kann wirklich vorkommen, dass doch nur zwei Leute? Finde ich gut. Denn, also ich weiß nicht, bei Monster Hunter hat mich das manchmal schon gestört, wenn dann irgendwelche Randoms dabei gewesen sind. Wenn die halt eben. Naja, nur Blödsinn gemacht haben, sich ständig killen lassen haben und so weiter. Ja, gut. Also gibt es wirklich im seltensten Fall die Möglichkeit wirklich, dass man auch mal nur zu... Oh, da glitschte gerade bei mir kurz die Grafik. Also gibt es im seltensten Fall wirklich die Möglichkeit, dass wir auch einfach mal zu zweit machen können, was ja auch cool ist. Ja, finde ich sogar auch sehr, sehr geil. So, Airship full remaining in 30 Minuten. Okay, jetzt gilt es halt wieder, das Monster zu finden. Ich kann hier nichts ein... Okay. Press Tab to Combos? Okay. Interessant, hey. Okay, das wirft. Alles klar. Oh, du kannst Pilze einsacken. Genau. Die würde ich auch mitnehmen, weil die will bestimmt der Kräuteroper haben. Hab ich. Also ich hab's ja eingesackt. Die sind für jeden nochmal da, ja? Die sind für jeden da, ja. Gut. Das seien gut. Ah, das ist ein Geschwindigkeitsboost. Ach ja, und mit X packst du die Waffen übrigens wieder weg. Genau, das wusste ich schon. Ja, das hatte man mir vorhin, das hatte ich vorhin irgendwann gelesen. Mitten im Kampf kriege ich die Meldung, mit X kannst du die Waffe wieder wegtun. Ich denke mir so, ja, mitten im Kampf ist das doch bestimmt schlau. Alter, guck mal. Wum. Wum. Hast du das? Siehst du das? Ja. Gut, das zieht aber ganz schön schnell die Ausdauer runter, wenn du dir das mal anguckst.
Mach das mal und guck mal, wie schnell die Ausdauer dich runterzieht. Ja, wie machst du das? Leertaste. Ach so, das ist das Ausweichen. Und jetzt guck mal, wie schnell bitte schön die Ausdauer runtergeht. Ja, natürlich. Ist ja Ausweichen. Hast du ja eben mit Leertaste auch gemacht. Ah, das ist geil. Sweet. Hey, Stevie. Guck mich mal an. Ich gucke dich an. Woo! What the fuck? Wie machst du das? C. No! What? Ey, ich glaube, es geht da lang. Hier ist mein Banner. Weißt du, was ich dazu sage? Nein. Hast du gesehen? Nein, wie ersetzt du denn einen Banner? Ach, Bannerplatzierung. Ey, ich sag da nur zu nur Daumen hoch. Geht auch schnell mit B. Okay, lass uns mal kurz hier hochgehen. Gehen die Banner auch irgendwann wieder weg, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was das bringt. Vielleicht, dass du da wieder spawnst, wenn du tot bist? Okay, ich sehe es. Ich sehe das Monster. Es ist relativ groß, das gefällt mir. Hi. Okay, geradeaus vor uns. Das Monster mit diesem Riesenhorn. Wir müssen das eigentlich auch zu zweit down kriegen, oder? Ach ja, locker. So, komm her, Kollege. Boah. Das gefällt mir. Viel Schaden machst du aber jetzt nicht unbedingt. Aber du machst halt schnell Schaden. Na, kommt er? Jo, er ist auf dem Weg hierhin. Alter, dieses Ransprinten hat irgendwie was. Ah, okay. Hast du das auch gesehen, was ich mache? Guck mal. Oh, wenn er mich nicht wegkicken würde, könnte ich dir das auch zeigen. Okay, das ist das erste Monster, was ein bisschen anspruchsvoller ist, weil es tatsächlich mal schnell ist. Und ganz schön viel Schaden auch mal eben macht. Na, komm her, Kollege. Komm. Putt, der geht auf dich. Ha! Nochmal auf dich. Der ist auf mich gerade komplett fixiert. Aua! Au! Lass mich mal zufrieden, du! Der geht gerade auf dich, wie ich sehe. Ja. Du hast Tränke, ne? Ja, ich weiß. Aber die brauche ich ja nicht unbedingt verwenden, wenn hier so ein Heilteil ist. Ja, das... Die Frage ist auch, ob das nicht ein bisschen OP ist mit diesen Heilteilen. Weil damit brauchst du eigentlich gerade echt überhaupt keine Dingens. Find ich. Okay, die sind nur ein paar Mal zu benutzen und dann geht's nicht mehr. Sind sie aus? Ja. Okay, dann sind sie doch nicht so overpowered. Das ist gut. Ich dachte, die wären zu overpowered, weißt du? Du kannst dich übrigens mit Q an den Rand ziehen. Ja, ja, weiß ich. Oh! Oh, wir können ihm... Ja! Wir können ihm Sachen abschlagen. Oh. Ich hab da... Ich sah das jetzt gerade auch. Ist so ernsthaft? Keep... Jetzt hab ich auf die Meldung gekommen. Wir sollen nur Augen auf den Timer halten oder so. Aber welchen Timer? Siehst du irgendwo einen Timer? Was denn? LOL! Wie die haben alles kaputt machen! Siehst du hier irgendwo einen Timer? Ich sehe keinen. Alter, du kannst den ganz schön freckhauen. Kann man noch mehr als nur sein? Alter, willst du mich verarschen? Lass mich doch mal... LOL! Warte mal, der kommt doch angesprintet. Wollte ich doch sagen, ich wusste doch, dass der angesprintet kommt. Nein, das kannst du dir abschminken. Aua.
Na, haut er irgendwann ab oder bleibt er hier? Beziehungsweise wird er auch irgendwann mal abhauen, wenn er wirklich, gedamaged ist. Ich wollte es gerade sagen, deswegen, ja. Hast du noch irgendwas gemacht? Ja, ich habe noch irgendwas kaputt gemacht, aber ich weiß nicht was. Aha, wobei, nein, er kommt zurück. Komm, er geht auf dich. Ja, dann da ist er dann immer direkt auf mich fixiert und jetzt ist er gerade auf dich fixiert. Nee, auf dich. Aber dieses Ausweichen, wo du so schnell bist, ist echt geil. Muss ich sagen. Also ich mag diese Klingen irgendwie. Ja, ich auch. Ah. Okay, wenn du an dem Viech dran bist, kannst du auch Q drücken, um dich erstmal wegzureißen von ihm. Yes! Ja, Min! Woo! Jagd erfolgreich. Yes, sir! Woo! Dein Rang S. Da ruckelt das immer. Rang S Doppel Plus. So, was haben wir denn bekommen? Oh. Also, ich habe Gold Erase, took little damage, Slayer die Damage Behemoth, Deadfast never. Der Kampf war eigentlich recht geil. Ja, war er auch. Also den fand ich schon besser. Also der kriegt schon eine 5. Definitiv. Der war echt geil, so ist es nicht. Erst recht dieser Überraschungsmoment, dass wir auf einmal der Trenzler etwas zerhauen konnten. Ja, dass der Schwanz auf einmal abgefallen ist. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Zugeben? Okay, ich stehe im Busch. Ich renne. Das nehme ich. Oh. Eine Sache konnte ich einsammeln. Nice. Ich hänge noch im Ladescreen. Mein Ladescreen hat sich weggehangen. Ja, du meinst, weil sich das Rädchen nicht mehr dreht? Ja. Ja, ist bei mir auch so. Okay. Hier, Leute, wenn ihr sehen wollt, was ich meine mit dem Ladescreen, da in dem Rädchen hier. Da! Da, genau da halt. Ich kann perfekt auf diesen Kreis zeigen. Ich liebe diesen Greenscreen. Perfekt auf das Ding da zeigen, weißt du? Ja, das geht aber nur durch den Greenscreen. Ja. Du kannst auf alle möglichen Sachen perfekt zeigen. Wie hier ist der Kreis, der dreht sich immer noch. Ja, er dreht sich immer noch. Okay, perfekt. Er dreht sich noch. Bei mir dreht er sich noch. Okay, er muss erstmal laden. Ich bin nämlich jetzt schon wieder drin. Da bin ich. Okay. Sehen wir uns denn direkt noch wieder, oder hatten wir vorhin nur einmal Glück gehabt? Ja, wir sehen uns. Ich such dich grad. Bin hier. Ach, da hinten. Ich spring hier dämlich um. Hey, ich hab hier gerade nur noch 28 und FPS. Warum das? Blowing Embers, you've done a Ramsgate Proud Rookie. No, that's not right. You've done Ramsgate Proud Slayer. Bevo? Hä? Achso. Was? Ah, okay. Slayer, okay. Ich habe gerade nicht verstanden, weil sie zweimal halt gesagt hat, dass wir quasi Ramsgate stolz gemacht haben. Aber einmal hat sie Rookie und einmal halt Slayer gemacht. Ja, wir sind scheinbar keine Rookies mehr. And you've earned the right to forge your own legend. So when you're ready to get back to the fight, talk me. There are a lot of dangerous behemoths out there. In the monstrous verge that need your attention. Okay, das bedeutet, wir sind jetzt quasi Slayer und wir können unsere den eigene Gnasher-Angriff sich greifen. Gnasher-Angriff. Sollen wir das sehen? Wobei ich... Ready for a challenge. Ja, mir egal. Ne, ich nur einfach kurz eben so, zack. Jetzt ist, egal. Ich weiß nicht, das ist ja sowieso jetzt der Abschluss, glaube ich, vom Part. Ja, würde ich jetzt sagen. Die Leute können jetzt da gerade lesen, was da steht. Genau. Wutz. Gut, Freunde. Ich würde sagen... Oh, ich habe direkt was Nächstes entdeckt. Hat auch was. Nice. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal so dieser kleine Einblick in Dauntless. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel extrem gut. Also, ich weiß nicht, wenn das Spiel noch... Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht sogar mal in einem Stream, wie wer weiß. Vielleicht werde ich aber auch einfach das als Let's Play weiterführen.
Ich muss sagen, die Engine gefällt mir super. Das spielt sie sehr, sehr flüssig. Stimmt, gute Idee. Einfach mal so. Banner platzieren. Mit B sagtest du, geht das auch. Er macht mit. geil. Wofür auch immer diese Banner sind, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich. Aber sie glitschen ein bisschen. Ich sehe das gerade. Geht. Wenn du hier stehst, wo ich stehe und windtechnisch auf deinen Banner schaust, siehst du das ein bisschen. Also ich sehe es. Ja, okay, so ein bisschen. So gleich, ein bisschen glitchy ist es, aber naja, passiert halt. Ja, aber auf jeden Fall muss ich halt sagen, die Grafik gefällt mir echt gut. Es spielt sich sehr, sehr gut. Ich spiele es mit Maus und Tastatur. Man kann es aber auch mit Controller spielen. Geht bestimmt genauso gut, ganz ehrlich. Die Stadt zieht die Frames ein kleines bisschen runter, muss ich sagen. Ja, das muss ich halt wirklich sagen. Das ist halt noch so ein kleines Manko, aber das... Aber das war doch schon immer so. Umso mehr Leute auch in irgendeiner Gegend ist, umso krasser wird es nach einer Zeit. Das ist egal, bei welchem Spiel. Also. Und ganz ehrlich, ich würde es jedem empfehlen, mal zu spielen. Ich bin auch gerne bereit, mal ein paar Runden mitzuspielen. Denn das Spiel ist halt echt geil. Ich könnte das, denke ich, mir mal vorstellen, mal im Stream weiterzubringen oder so. Also von dem her, das kann man bestimmt mal, kann man ja bestimmt gut mal streamen, so ist es nicht. Ja, also meine Meinung ist auf jeden Fall, ich werde das weiterspielen, ich werde das wahrscheinlich als Let's Play weiterführen oder im Stream, wie auch immer. Da ist der Platz auf meinem Kanal gerade eher so ein bisschen tricky. Von dem her, ich find's geil. Ich weiß ja nicht, was deine Meinung ist. Also es ist recht interessant. Wie gesagt, ich bin ja ohne komplettes, ohne irgendein Vorwissen durch, weil ich ja noch nie wirklich irgendein Monster Hunter-Spiel gespielt habe. Habe ich ja wirklich nicht. Diesbezüglich habe ich ja null Vorwissen von so einem Spiel. null Wissen von so einem Spiel. Und deswegen, aber an sich recht interessant, auch rein vom Grafikstil her. Das ist jetzt... Ja, ich weiß nicht. Man könnte sagen, so ganz leicht, ein bisschen comichaftig, was jetzt nichts ins Negative ist oder so, weißt du? Putz. Deswegen. Diese Logik der Banner habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Aber an sich ist es ein recht interessantes. Wie gesagt, ich denke mal, wir können es vielleicht vereinzelt zwischendurch mal noch gerne mal im Stream bringen. Platztechnisch habe ich jetzt auf meinem Kanal gerade nicht mehr wirklich irgendwas. Ich komme noch nicht mal dazu, weitere Videos hochzuladen, weil die entweder zu groß von der Gigabyte-Zahl sind. Hust, VS und so. Aber an sich ist recht sonst interessant. So ist es nicht. Wenn die Frames nicht hier manchmal ein bisschen runterdroppen, ist recht in der Stadt. Ja gut, aber das geht mir aus. Ich meine, hey, ich hab eine 1060 GTX und ich musste das Spiel auf Mittel runterschrauben. The fuck? Also wenn das Spiel noch ein bisschen performance-technisch ein bisschen höher geht, also so von der FPS her, so zum Aufnehmen und so weiter, vielleicht ein bisschen besser programmiert, dann wird das auf jeden Fall ein richtiger Hit. Ganz ehrlich. Weil meine 1060 dürfte locker noch nicht an ihre Grenzen kommen eigentlich. Nee. Von dem her, Freunde, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt, dann schreibt uns doch gerne mal eure Meinung zu dem Spiel unten in die Kommentare. Ja, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Link zu dem jeweils anderen ist unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.